Normalerweise rede ich ja immer über die Bücher, die ich selber in meiner Freizeit so lese. Sieht man ja hier im Hintergrund ganz viel Stephen King zum Beispiel. Aber was ist eigentlich mit Kinderbüchern? Kürzlich habe ich ja schon mal ein Video darüber hochgeladen, über so Kinderromane, sage ich mal, also die man schon über einen längeren Zeitraum liest, die aber halt für Kinder gemacht sind, aber dass man sie ja auch als Erwachsener total gut lesen kann. Heute geht es mal um diese klassischen Bilderbücher, die man seinem Kind mal so innerhalb von 10 Minuten durchlesen kann, wo dann auch ganz viele Bilder dabei sind und nur wenig Text. Hi zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie gesagt, normalerweise geht es auf dem Kanal um Erwachsenenbücher, die ich selber lese, aber heute mal ausnahmsweise um Kinderbücher. Und ich weiß, es ist nicht unbedingt für jeden meiner Zuschauer und Zuschauerinnen was, denn die meisten lesen, schauen ja auch nach Büchern für sich selbst. Aber wenn unter euch vielleicht eine Mutter oder ein Vater ist oder ihr jemanden kennt, der Mutter oder Vater ist oder in einem Kindergarten arbeitet, in der Grundschule arbeitet oder irgendwas mit Kindern zu tun hat, dann ist vielleicht dieses Video das Richtige. Ja, und da kommen wir schon zu dem Punkt, warum ich dieses Video genau mache. Das ist zum einen eben, weil ich anderen Leuten Inspirationen geben möchte, zum anderen, weil es halt einfach jetzt hier, ich habe ein paar Bücher rausgesucht, die ich euch gleich vorstellen werde, die ich einfach super geil finde, die einfach super lustig sind, die wirklich richtig cool sind, auch für Kinder, aber auch für mich als Erwachsenen zum Vorlesen einfach waren die super schön. Und weil ich einfach finde, Lesen und gerade Vorlesen für Kinder ist etwas, was super, super schön ist, was super hilfreich ist, pädagogisch gesehen, was einfach super, super gut ist, was es nicht zu viel geben kann. Das hat unterschiedliche Gründe. Das Kind lernt dadurch einfach, sich zu konzentrieren. Es muss sich auf die Geschichte konzentrieren. Es lernt, sich das alles vorzustellen. Also es übt die Fantasie und daraus entsteht ja dann auch ganz oft Kreativität. Also dass das Kind was Neues, Eigenes sich erfindet oder erschafft, was immer im Leben sinnvoll ist. Das sind die wertvollsten Mitarbeiter überhaupt in jedem Beruf, die Kreativen, die sich neue Sachen ausdenken können, neue Lösungen. Und vor allem fördert es einfach unglaublich die Bindung zu der vorlesenden Person. Also das Kind wird so sehr in seiner Bindung zu den Eltern gestärkt, wenn die Eltern ihm regelmäßig was vorlesen und vor allem dann, wenn die Eltern da die sogenannte dialogische Grundhaltung haben, also mit dem Kind auch darüber reden, immer mal wieder Fragen stellen. Ja, hast du das auch schon mal erlebt, das so und so, was halt in dem Buch passiert ist? Oder einfach grundsätzlich offen dafür sind, das Kind auch mal selber erzählen zu lassen, zu dem, was ihm einfach einfällt zu diesem Buch. Ja, des Weiteren ist das natürlich immer auch gut für die Kompensation der Realität, sage ich mal. Also auch Kinder haben Probleme, auch Kinder haben Schwierigkeiten und da helfen einfach Geschichten jeglicher Art immer, sich davon abzuwenden mal oder das auch zu verarbeiten. Sie lernen ja dadurch auch viel Neues von Werten, Gepflogenheiten und so gesehen ist wirklich Vorlesen eigentlich schon fast das Nonplusultra. Also man kann fast nicht zu viel vorlesen und wenn möglich, dann erzählt auch einfach mal so. Also dann muss es auch nicht immer nur vorlesen sein. Erzählt einfach mal so oder versucht es, die Geschichte ein bisschen freier vorzulesen. Das schadet auch nie. Aber jetzt geht es erstmal zu den Büchern, die ich vorstellen möchte. Das erste ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr bekanntes, also möglicherweise kennen das schon ein paar von euch. Das heißt, Für Hund und Katz ist auch noch Platz. Das ist von der gleichen Autorin bzw. dem gleichen Autor. Ich weiß nicht genau, wer von den beiden Namen der Autor ist und wer die Bilder gezeichnet hat. Julia Donaldson und Axel Scheffler. Also ich glaube, Julia Donaldson hat den Text geschrieben und das ist eben die, die auch den Gryffalo geschrieben hat. Und den Gryffalo kennt ja wirklich jeder, der Kinder hat oder schon mal was mit Kindern zu tun hatte, glaube ich. Also das ist ein wirklich super krasses Kultbuch und Für Hund und Katz ist eben auch von der gleichen Autorin und ist auch, also ich fand es nicht ganz so lustig und nicht ganz so genial irgendwie wie den Gryffalo, aber es ist auch ein sehr, sehr schönes Buch. Es geht darum, eine Hexe, die auf ihrem Besen fliegt und dann irgendwie ihren Hut verliert und dann hilft ihr die Katze dabei, den Hut zu finden und dann fragt sie, darf ich auch mit auf deinen Besen fliegen? Und die Hexe sagt, ja klar, komm mit, für dich ist auch noch Platz. Und am Ende stellt sie halt raus, dass es gar nicht mal so schlecht war, dass die Hexe die Tiere hat mitfliegen lassen, ihre Freundschaft sozusagen angenommen hat. Und das ist halt einfach eine schöne Geschichte und das ist halt ähnlich wie der Gryffalo, auch in Reimform geschrieben, was ich auch immer total cool finde. Also so Geschichten, Kindergeschichten in Reimform haben irgendwie so einen besonderen Charme und ich mag das irgendwie. Und dann ist da immer dieser eine Satz, der immer wieder kommt, den das Tier immer sagt, um da auf den Besen mit draufzukommen. Gefällt mir einfach total gut. Dann das nächste
Das nächste bitte. Das nächste bitte heißt der nächste bitte. Also da geht es um einen Doktor, der immer, das ist ganz lustig auch gemacht von der Machart tatsächlich. Es ist ein bisschen comichaft. Also auf jeder Seite hast du immer eine Szenerie und siehst im Grunde nur einen Satz, den irgendwie der Doktor oder der jeweilige Patient sagt. Es kommt immer wieder der wiederkehrende Satz, der nächste bitte, wenn der Doktor ins Wartezimmer reinschaut und sagt, der nächste bitte, und dann kommt halt als erstes irgendwie der Elefant und der hilft ihm, den verstopften Rüssel zu lösen, weil da war halt ein Kaugummi drin, so, und den hat er halt dann entfernt. Dann kommt das Krokodil und dem entfernt er auch irgendwas, dass es ihm wieder gut geht. Und bei jedem Mal, wenn man sieht, dass der Doktor in das Wartezimmer reinschaut, sieht man schon, dass irgendwie ein Tier verschwunden ist und da sitzt halt auch ein Wolf. Also man kann sich da irgendwie schon selber so ein Teil denken und das finde ich irgendwie so witzig, dass da so eine Meta, also nee, es ist nicht eine Meta-Ebene, aber so, es ist nicht direkt ausgesprochen und es fällt einem nicht direkt auf, aber den Kindern fällt es ganz oft sofort auf, auch wenn es einem als Vorlesenden nicht sofort auffällt. Die sagen so, oh, die Ente ist weg, so, oh, hat der Wolf die Ente vielleicht gefressen? Das wird halt nicht direkt benannt, man sieht es sozusagen nur. Es ist ähnlich wie die anderen Bücher, glaube ich, ungefähr so. Also Kindergartenalter, definitiv eine gute Zielgruppe. Also ich habe das ganz viel so 4- oder 5-Jährigen vorgelesen. Bei Dreijährigen weiß ich immer nicht, aber ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Wenn es die Kinder langweilig finden, dann merkst du das schon und dann hören die Kinder auch auf zuzuhören und dann kriegt man das mit. Aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das ist dann total unpädagogisch für Dreijährige oder Zweijährige. So, ne? Also das ist ja auch dann ganz oft unterschiedlich, wie die Kinder das dann interessant oder witzig finden. Aber ich denke mal so 4-Jährige, 5-Jährige. Und aufwärts auch finden es lustig. Also die Hortkinder, so die Erst- bis Viertklässler, finden teilweise die Bücher auch lustig, so, ne? Und ich als Erwachsener ja auch. Von daher geht es ja auch irgendwie immer. Also das würde ich natürlich nicht in meiner Freizeit lesen, aber mit Kindern ist es halt immer ganz cool. Ja, das nächste ist dann tatsächlich schon für eine ältere Zielgruppe, würde ich fast sagen. Also Kindergarten vielleicht eher nicht. So, vielleicht auf der Vorschule, weil es so das Schulsystem ein bisschen kritisiert, auf eine ganz witzige Weise. Das heißt, wenn die Ziege schwimmen lernt, und das ist. Geht quasi darum, dass es vor einiger Zeit, da gab es mal eine Schule für Tiere und jedes Tier musste in diese Schule gehen und dort Dinge lernen. Und es hat sich natürlich erstmal gezeigt, ja, die Ente ist die Beste im Schwimmen, das findet sie cool, schwimmen kann ich, hey. Aber sobald es für die Ente zum Klettern geht, wird es halt schwierig und irgendwann verausgabt sie sich halt nur noch beim Klettern und kann halt irgendwann nicht mal mehr das Schwimmen. Und so geht es in anderen Tieren halt auch. Jedes Tier hat etwas, was es gut kann. Aber eigentlich wird es nur dafür getadelt, was es halt nicht kann. Und am Ende kann keiner mehr das gut, was es eigentlich gut konnte, weil sie sich halt bei den Dingen verausgabt haben, die sie halt nicht gut können. Und das gibt halt einen sehr, sehr deutlichen Hinweis, zumindest für Erwachsene, darauf, dass einfach das auf uns Menschen zumindest zum Teil auch zutrifft. Jeder Mensch hat seine Talente, die er gut kann, aber kein Mensch kann alles können. Und viel zu oft wird nur darauf geschaut, was man nicht kann, oder wird man versucht, in diese Schubladen reinzudrängen, so du musst das lernen, du musst das lernen, alle müssen das können, wird aber nicht beachtet, dass halt kein Mensch alles können kann. Wie gesagt, also die Kindergartenkinder finden es teilweise einfach langweilig, so dieses Buch, die interessiert das gar nicht so sehr, aber bei Grundschulkindern finde ich, da merkt man das und dann kann man gut mit denen darüber reden, so hey, was sind denn eigentlich deine Stärken oder was kannst du nicht so gut und dann kann man das so annehmen. Hey, ich finde das nicht schlimm, wenn du das und das nicht gut kannst. Klar, man kann immer versuchen, sich in Dingen zu bessern, die man nicht so gut kann. Aber wenn man das nicht schafft, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Kein Mensch muss alles können. Kein Mensch kann alles können. Aber versuch doch die Dinge, die du kannst oder die du vielleicht schon ein bisschen kannst, noch auszubauen und die zu nutzen. Und das kann man gerade so, finde ich, mit Grundschulkindern ziemlich gut besprechen, auf eine kindgerechte Weise halt. Genau, und das letzte Buch, was ich hier habe, ist eigentlich das absolute Highlight. Ich finde es so genial. Das heißt, der Wolf kommt nicht. Ist, glaube ich, aus dem Französischen. Und da, also es hat schon einen interessanten Schreibstil. Also es ist nicht, also es ist nur in Dialogform tatsächlich auch geschrieben. Ähnlich wie das mit dem Der Nächste bitte, wo es halt mehr so Cartoon-Comic-mäßig war. Aber hier halt auch. Du siehst, hast kein sagte der und der oder ich machte so und so. Es sind nur einzelne Sätze. Und es ist ein Gespräch zwischen Kindhase und Mutterhase. Kindhase wird gerade ins Bett gebracht und fragt die Mama, bist du dir sicher, dass der Wolf nicht kommt? Und die Mama sagt, nein, ich bin mir ganz sicher, dass der Wolf nicht kommt. Und das Kind sagt, ja, aber hier ist doch auch ein Wald in der Nähe, könnte sich der Wolf dann nicht verstecken? Und die Mutter,
Nein, der Wolf, der kann sich da nicht verstecken, dafür ist der Wald viel zu klein. Und dann ist das halt das ganze Buch über so ein Gespräch quasi. Das Kind fragt immer, ja, aber was, wenn so und so? Und die Mutter immer, nein, das kann auch nicht sein. Selbst wenn das und das, der Wolf kommt trotzdem nicht zu uns. So versucht das Kind die ganze Zeit zu beruhigen. Und das ist halt schon einfach ein super schönes Mutter-Kind-Gespräch oder Vater-Kind. Ich weiß gar nicht, ob es die Mutter unbedingt sein muss. Weiß nicht, ob das genannt wird, keine Ahnung. Darüber, dass das Kind Ängste hat und der Elternteil halt einfach versucht, das Kind zu beruhigen. Also einfach eine wirklich schöne, lustige, wolffreundliche, unerwartete Wendung und es hat mir wirklich gefallen, die Geschichte. Und auch hier würde ich wie bei den Büchern am Anfang einfach sagen, ab 4 Jahren, so die finden es lustig, die finden es eine schöne Geschichte. Grundsätzlich, Kinder, die Geschichten hören wollen, die hören sowieso alles, auch wenn sie es nicht jeden Witz verstehen, den man als Erwachsenen lustig findet. Die hören einfach gern Geschichten. Du kannst das gleiche Buch 100-mal vorlesen, die wollen es immer wieder hören. Und zwar nur zum Teil, weil sie die Geschichten mögen, sondern zum größeren Teil, glaube ich, einfach wegen der Bindung, die dadurch aufgebaut wird, zu der Nähe, durch die Nähe zu der vorlesenden Person, weil es einfach eine super schöne Situation ist. Kinder mögen das, Nähe zu anderen Leuten aufzubauen und mögen das, Geschichten zu hören. Und das ist einfach eine super Kombi und deswegen kannst du so Geschichten immer wieder vorlesen. Die wollen das immer wieder hören. Und das ist doch eigentlich das Allerschönste, oder?